Wenn du unerfüllt und unzufrieden, unglücklich in deiner Beziehung bist, dann fang mal bei dir an und versuch mal zu eruieren, was genau dich stört, was dir fehlt. Und wenn du dir da schon einen Schritt klarer geworden ist, dann darfst du da gerne noch mal differenzieren, ob das Dinge sind, die vielleicht dein Job sind, sie dir zu erfüllen, wie zum Beispiel das Thema Selbstwert, Selbstliebe. Da steckt ja schon das Wort Selbst drin. Das ist nämlich deine Aufgabe. Und natürlich ist es toll, wenn du einen Partner an deiner Seite hast, der dich und dein Sein wertschätzen kann. Also, da darfst du dich schon mal kümmern. Ja, und dann gibt es sicherlich auch noch Dinge, die allgemein vielleicht nicht laufen, die eben nicht nur deine Baustelle sind. Und hier nochmal, überleg dir genau, versuch es in gute Worte zu fassen und dann gilt es daran, das Gespräch zu suchen. Und dann gilt der Rahmen der, des Gesprächs eben auch. Es darf gerne angekündigt sein und es sollte Zeit da sein und ein gesunder Rahmen. Und ganz wichtig, bleib in der Liebe. Und wenn du wirklich etwas zum Positiven ändern willst, dann strahlst du es aus und dann machst du es dem Gegenüber auch leichter. Wenn allerdings all deine Bemühungen wirklich null fruchten, und ich weiß ja sehr gut, wovon ich spreche, ich habe 4 Jahre meines Lebens mit einem Narzissten verbracht, wenn du wirklich nur Ablehnung erfährst, ein verschlossenes Herz, verschlossene Ohren, verschlossenen Mund, und das nicht nur über eine Phase, weil vielleicht irgendwie gerade was vorgefallen ist oder so. Oder das Gegenüber kann ja auch mal sowas wie eine Depression haben oder so. Also wirklich eine gravierende, vielleicht psychische Krankheit. Aber wenn es schon ewig so ist, dann sieh es endlich, versteh es und lerne, dass es sich vermutlich nie ändern wird. Und dann sei mutig. Dann entscheide dich für dich. Erfahrungsgemäß, klar, tut es auch weh, sich zu trennen, ganz, ganz klar. Allerdings habe ich mich so gerade nach Trennung von Narzissten nochmal gefragt, so was tut eigentlich so weh, weil eigentlich tut die ganze Beziehung weh. Und ich finde, dass so Argumente wie Kinder oder dass Argumente wie lieber eine schlechte Beziehung als gar keine, da gehe ich nicht so d'accord mit. Und ich glaube wirklich, bin fest davon überzeugt, dass es Kindern besser tut, wenn sich Eltern, die sich nur streiten, die sich wirklich nicht mehr wohlgesonnen sind, kein gutes Haar aneinander lassen, trennen, als wenn sie partout zusammenbleiben. Das ist für mich einfach eine bequeme Ausrede, dieses nach dem Motto, wegen unserer Kinder bleiben wir zusammen. Kinder haben ganz feine Instinkte, die spüren, wenn irgendwo keine Liebe ist. Und das gibt ja neue Kinder weiter. Und jetzt überleg mal, ob du das wirklich willst.